Was suchen wir nach? Was hat er zu dir gesagt? Wir suchen ein Stück Schwarzwild nach. Am Anschluss war Schweiß. Wir haben eigentlich fortlaufend Schweiß gehabt. Man konnte sehen, das Stück hatte irgendwo einen tödlichen Treffer. Wir haben kurze, kleine Stücke von der Leber gefunden. Der Schweißhundeführer ist gerade dabei und kontrolliert den Anschuss und setzt den Hund an, sodass wir gleich suchen können. Hier hat die Sau die Straße überquert. Als wir dann ans Wundbett kamen, das Wundbett war noch warm. Die Sau hat hier gelegen, die haben wir gerade hochgemacht. Der ist noch warm. Und hier haben wir den letzten Schweiß. Eddie, mal, komm her. Auch hier denke ich, könnte ja, das geht hier weiter. Kurz die Sau stehen geblieben sein. Der Hund ist natürlich sauer jetzt. Die ist aufgeregt und sauer. Die will jetzt los. Wir bleiben dran. Sie war ganz in der Nähe. Und so mussten wir uns halt organisieren. Und man sieht ja auch im Film, dass man mit einer guten Teamarbeit, Hundeführer und vielleicht noch einem, der so ein bisschen mit aufpasst, dass das gut funktionieren kann, dass man die Stücken dann auch erlegen kann. Wir waren sicher, dass wir sie kriegen. Emotional geht einem natürlich hinterher ein großer Erleichterungsschauer durch den Körper. Es ist ja doch eine sehr, sehr angespannte Situation. Gott sei Dank hatten wir uns vorher darüber geeinigt, dass Sascha gegebenenfalls schießt und nachdem ich kommentiert habe, Schuss, den Hund stramm am Riemen hatte, er nicht in den Gefahrenbereich konnte, da hat es ja dann auch schon das erste Mal geknallt und dann ging die wilde Jagd weiter. Das würde ich sagen, war auch keine alltägliche Sache, die wir gerade erlebt haben. Und dann hat es mich wahrgenommen, hat erkannt, der Mensch ist der gefährliche Gegner und wollte mir an die Hose. Ich habe noch versucht, mit dem Fuß eine Abwehrbewegung zu machen, aber Gott sei Dank ist er dicht an mir vorbei, sodass da das Gefahrenmoment sich doch in Grenzen gehalten hat. Was hast du eigentlich für einen Hund, Bernd? Erzähl doch mal. Gezüchtet ist der Hund hier in Brandenburg, in Oranienburg. Und die Mutter ist eine Österreicherin und der Deckrüde ist aus Deutschland. Steirische Bracke. Ja, Bernd, ich denke, wir machen heute keine Nachsuche mehr. Nein. Du hast gesagt, es ist schon zu dunkel. Ja. Ist auch sinnvoll, weil im Dunkeln, denke ich, hätten wir die Situation, die wir gerade hatten, nicht überstanden. Hätten wir nicht meistern können, nein. Ich bin ganz froh. Wir haben ein gutes Team gebildet. Kameramann war auch gut dran, sportlich unterwegs. Sportlich unterwegs. Normalerweise jetzt hat auch mal verliert man die Begleiter immer. Kameramann ist mitgekommen. Das war gut. Ich will noch mal ganz deutlich sagen, dass wir diese Sau von den Qualen erlöst haben und ich denke, sie hätte Tage gebraucht, um zu verenden und das war schon eine gute Situation. Ja, dann nochmal ein kräftiges Waldmannsheil. Und wir werden uns in den nächsten Filmen wiedersehen.